Und herzlich willkommen, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von Baphomets Fluch, The Director's Cut. Wir haben gesehen, dass das Café leider ein bisschen renovierungsbedürftig geworden ist von jetzt auf gleich. Und wir gucken mal, wie es innen drin aussieht. Okay, hier liegt auf jeden Fall der Plantain. Beim Anblick der toten Augen verwandeln sich meine Knie in Wackelpudding. Ich versuche, seinem Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Ach. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Ja, klasse. Die Nico Collard durchsucht die Leichen. George durchsucht auch irgendwie die Leichen. Das ist doch... Die haben echt keine Charme. Die Tatsache, dass der Spiegel schon zerbrochen war, könnte heißen, dass ich dem Pech entkomme. Ja, möglich. Der Spiegel ist in 1000 Stücke zerbrochen. Manche glauben, das bringt Pech. Armer Kerl. Was haben wir denn dann noch? Warum guckt er sich genau den Spiegel so an? Gibt's hier noch was? Er ist wirklich übel zugerichtet. Nö, das ist einfach nur... Okay, ja, anscheinend nichts, was ich machen könnte. Außer natürlich hier... Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink. Aber ich kann Brandy nicht ausstehen. Ja, toll. Ich hab gedacht, wie durch ein Wunder ist die Flasche auf dem Tresen dem Inferno entgangen. Ja, nicht nur die Flasche, sondern sie auch. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig. Ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Klar. Warum? Also der würde jetzt heißen, heißt das jetzt, ich lüge oder sagt er, ich bin kein Arzt? Ich würde ja sagen, das hier heißt, ich bin Arzt. Ja, bin ich. Ich habe unter Doogie Howser studiert. Wer ist denn das? Nur einer der brillantesten Mediziner auf diesem Planeten. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Medizin weiß. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? Nein, ich brauche einen Drink. Geben Sie mir einen Brandy. Ich bin Arzt. Das muss ich jetzt alles abwägen. Wie gut ist jetzt ein Brandy? Ah ja, klar. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Ah, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Steh wieder auf, Mädel. Hey, aufwachen. Sie reagiert nicht. Wenn ich noch einen Cappuccino will, werde ich mich wohl selbst bedienen müssen. Tja, war wohl nicht so eine clevere Idee, sie einen Brandy kosten zu lassen, oder? Die hübsche junge Kellnerin ist bewusstlos. Ja, super. Toll gemacht. Toll gemacht, ehrlich, du Pfeife. Hier kann ich nur den Spiegel, da kann ich das noch. Ich schaue noch, ob sich hier irgendwas blau aufleuchtet. Nö. Ja, dann kann ich ja wieder gehen. Dö. Ich habe gesehen, dass er nach da hinten gelaufen ist. Dann wollen wir erstmal da hingehen und mal schauen. Der Clown ist in diese Gasse geflohen, aber jetzt ist er verschwunden. Das sehe ich auch so, dass der hier lang gelaufen ist. Schauen wir mal, was jetzt hier so alles so Schönes gibt. Hier gibt's nichts Interessantes. So, gar nichts? Eine Plastikkiste. Okay, da, hier, da. Mal gucken, vielleicht ist da ja was drin, was wir gebrauchen können.
Nein, nichts. Vielleicht ich habe es satt, meine Nase in französische Mülltonnen zu stecken. Wieso das denn? Gucken wir da hinten nochmal. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Jetzt hat er aber noch nicht gesagt, ob das stinkt. Ist er vielleicht hier hoch? Man muss ja mal gucken. Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Ja, aber wie denn? Wenn wir doch da schon gar nicht hochkommen, dann vielleicht da... Aber das ist Stahlgitter, das ist... Ja, eben, so sieht's aus. Was haben wir hier noch? Da war auch noch was, ein Gullideckel. Der Deckel ist zu schwer und unhandlich, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel aufbekäme. Okay, dann bräuchte ich im Zweifelsfall nochmal Hilfsmittel. Hier ist dann nichts mehr. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Also über die Dächer kann ich mir nicht vorstellen, weil das Rohr, das war ja schon total im Popo. Deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da was passiert sein könnte. Stopp! Keine Bewegung! Hey, nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner! Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden! Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouy. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah, non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Okay. Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Ziemlich sehr. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Et maintenant zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, ne? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Komm, wenn ich jetzt schon mal ganze Zeit in diesem Lügenmechanismus drin bin. Komm, lügen wir uns die Hucke voll. Nein. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Ich bin kurz am Überlegen. Ich habe zwar einen Clown gesehen, aber nicht, dass jemand reingegangen ist. Tut mir leid, Inspektor. Nein. Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig Beobachtungsgabe die Öffentlichkeit zu haben scheint. Ist das Mädchen in Ordnung, Moe? Oh, sie wird's überleben. Falls sie ihren Cutter überlebt. Sie sagte, der Amerikaner wäre ein Arzt. Er zwang sie, den Brandy zu trinken. Ich kann alles erklären. Ach ja, Monsieur? Naja, fast alles. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Genießen Sie Ihren Urlaub, Dr. Stobart. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Yep. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Wie ist das denn jetzt? Der Schnitt war jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Aber okay, dich kennen wir doch. Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobart. Oh.
Ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt? Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott, er hat wieder zugeschlagen. Er hat wieder zugeschlagen, wieder zugeschlagen. Ich habe diese Zeitung vor dem Café gefunden. Das ist keine Zeitung, das ist ein Drecksblatt. Es ist etwas draufgekritzelt. Salah Eddin, 1345. Klingt nach einem Wetteinsatz. Der Name eines Pferdes und die Zeit des Rennens. Was meinst du? Was? Wonach soll das... Salah Eddin, 1345, nach einem Pferd, nach einem Einsatz und der Startzeit, 45? Nö. Glaube ich nicht einmal, es ist zu offensichtlich. Ich könnte wetten, dass es eine Mitteilung in Geheimschrift ist. Das ist eine romantische Vorstellung, aber ich glaube nicht daran. Tja, dann eben nicht. Schau mal, der Inspektor hat mir diese Karte gegeben. Rousseau. Du kennst ihn? Oh ja, wir sind uns schon mal begegnet. Ich wusste nicht, dass sein Vorname Augustin war. Es passt zu ihm, muss ich sagen. Ja, sehe ich auch so. Tante Rousseau. Rousseau blinzelte nicht einmal, als ich ihm von dem Clown erzählte. Als ob er es schon gewusst hätte. Das ist typisch für einen kalten Fisch wie Rousseau. Ich habe schon Cheeseburger mit mehr Leben drin gesehen. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe doch gerade innen drin erzählt, dass ich niemanden gesehen habe. Weder einen Clown. Und der George Stobbart sagt jetzt, der Rousseau, der hat noch nicht mal eine Miene verzogen, als er den vom Clown erzählt hat. Hat er doch nicht. Deswegen kann er ja auch keine Miene verzogen haben. Das verstehe ich jetzt nicht. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Genau. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Irgendwie muss der Clown von unserer Verabredung gewusst haben. Aber wie? Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist... eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Erzähl doch trotzdem mal eben ganz kurz. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. So schnell kann man an eine Telefonnummer kommen. Das hätte ich nicht gedacht. Yippie! Und weiter, reden wir mal hier mit unserem Sergeant. Jean Mouet? Genau. Oh, Monsieur Stobart. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Intuition. Ja klar, sicher. Die Betrachtung aller Details könnte uns auch in diesem Spiel grundsätzlich weiterhelfen. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur,
ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown? Das glaube ich weniger. Das, ja, wieso denn? Könnte doch sein. Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer dar. Ah, jetzt verstehe ich den Unterschied. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen, Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Klar. Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber... Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Genug alles wissen. Natürlich. Ich muss ein Geständnis ablegen, Sergeant. Ich habe den Clown doch gesehen. Er ist in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt. Warum haben Sie das Inspektor Rousseau nicht mitgeteilt? Ich wollte nicht klingen wie ein... Ach was, Sie wollten einfach nicht in die Sache verwickelt werden, stimmt's? Aber keine Bange, es ist sowieso völlig unwichtig. Ich werde Monsieur le Inspekteur informieren, sobald er mit dem Mädchen fertig ist. Sind Sie ihm gefolgt? Er hat mich abgeschüttelt. Ich vermute, er ist unterirdisch geflohen. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Kilometer Kanalisation es unter dieser prächtigen Stadt gibt? Das gehörte bislang nicht zu den Fragen, die mir regelmäßig den Schlaf rauben. Ich bin ganz sicher, dass Inspektor Rousseau eine vernünftige Suche organisieren wird. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. Ja, okay. Mehr kann ich jetzt auch gar nicht mehr erzählen. Also au revoir. Bis bald, Sergeant. Von mir aus auch bis bald. Gut, wir waren auf dem Weg nach da hinten. Und hören, wie er die ganze Zeit hakt. 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 Eingelassen in das riesige Tor ist eine kleinere Zugangstür. Die Tür ist fest verschlossen. Eingelassen in das riesige Tor ist eine kleinere Zugangstür. Ja, die ist fest verschlossen. Das habe ich jetzt auch. Die Tür ist fest verschlossen. Okay. Wo kann ich hier hin? Nirgendwo hin. Ich versuche gerade hier nochmal zu schauen, ob da noch was ist. Da ist was, was ich nehmen kann. Dann wollen wir das mal nehmen, wenn der... was bleibt da denn hängen? Hey, nix da! Hauen Sie schon ab! Was denken Sie sich eigentlich? Ich habe Ihren Werkzeugkasten bewundert. Ah, oui? Genug gesehen jetzt? Ich warne Sie, wenn Sie die Kiste anfassen, ramme ich Ihnen die Zähne ins Gehirn. Okay, ich hab schon kapiert. Ja, ist ja gut, Junge. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin, was ich wohl brauchen könnte, oder? Ein zerbeulter Werkzeugkasten aus Metall. Ja gut, dann wollen wir noch mal kurz mit ihm quatschen. Hey, Sie da! Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist.
Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. So sieht's aus. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen? Oui. So ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain! Ich hätte ihm die Fresse polieren können. Haben Sie den alten Mann erkannt? Non. Hätte ich das? War er berühmt? Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard. Was soll das heißen? Ist er tot? Ja. Oh Mist. Jetzt tut's mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe. Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen. Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen. Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da werden alle Menschen zu Schauspielern. Zu schlechten meistens. Genau. Was ist in dem Werkzeugkasten? Was ist in dem Werkzeugkasten? Als ob Sie das nicht wüssten. Was ist an Werkzeugen überhaupt so interessant, eh? Sie sind cool. Werkzeug bedeutet Zivilisation. Was Sie nicht sagen. Das stimmt. Es sind die Werkzeuge, durch die wir uns vom Tier unterscheiden. Wen nennen Sie hier ein Tier? Ihre Sorte kenne ich. Schauen hochnäsig auf mich runter, nur weil ich zur arbeitenden Klasse gehöre. Ich würde Ihnen liebend gerne eine reinsemmeln. Mein Gott, ist der aggro. Was für Werkzeug haben Sie in Ihrem Kasten? Hä? Sie interessieren sich wirklich für Werkzeug? Klar, wie ich schon sagte, es sind die Werkzeuge, die uns... Ja, ja, Zivilisation und so, das haben Sie schon mal gesülzt. Also, zeigen Sie mir Ihr Werkzeug? Wie bitte? Sie... Och, nun machen Sie schon, nur ganz kurz. Ich muss arbeiten. Gehen Sie jemand anderem auf die Nerven. Zeigen Sie mir kurz Ihr Werkzeug. Nur ganz kurz einmal das Werkzeug zeigen, was Sie da drin haben. Dieses schöne Werkzeug. Zeigen Sie doch mal. Ach, kommen Sie schon. Nur kurz, sieht auch keiner. Haben Sie ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel hochhieven kann? Ganz zufälligerweise ja. Toll. Leihen Sie es mir mal aus, nur für eine Minute. Non. Ach, seien Sie doch nicht so. Non. Besorgen Sie sich selbst eins. Ja, aber er fragt zumindest schon mal direkt danach. Lassen Sie mich erklären, was ich mit dem Kanaldeckelöffner machen werde. Lassen Sie mich erklären, was ich mit dem Pickel hier machen werde. Oh, hey, vergessen Sie es. Ich komme wieder, wenn Sie bessere Laune haben. Das hier ist schon meine beste. Eieiei. Ist hier ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Ho, die Typen sind witzig, ey. Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Ja. Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe nix und niemanden gesehen. Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make-up. Wäre ein komischer Clown, wenn's anders wäre. Hören Sie, ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer. Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Bulle? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Non, aber Sie benehmen sich wie einer. Schnüffeln rum, wo Sie stören. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie ihn in Aktion gesehen? Was? Haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen. Hab mich schon gefragt, was das für ein Knall war. Gab's Tote? Ja, einen alten Mann hat's erwischt. Merde! Hätte nicht gedacht, dass es so ernst ist. Was ist mit der Kellnerin? Die ist okay. Dem Himmel sei Dank. Okay, ja, ich bin Polizist. Schauen Sie sich das hier mal an. Sie haben gesagt, Sie wären kein Bulle. Reden Sie nicht so laut, ich bin in geheimer Mission unterwegs. Wen suchen Sie? Das ist vertraulich. Okay, dann habe ich jetzt noch die Zeitung. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah!
Es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Pfft. Die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten? Vergiss es, Kumpel. Bedien dich. Das ist aber sehr nett von diesem kleinen, pummeligen Mann, dass ich endlich an diesen Werkzeugkasten dran darf und mir dort mein Werkzeugkasten Kanal. Ich finde genau das, was ich brauche. Deckel. Ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln kann. Gut, wir haben unseren Kanaldeckel. Quatsch, wir haben nicht unseren Kanaldeckel, sondern wir haben unser Kanaldeckel-Öffnungswerkzeug, mit dem wir in der nächsten Folge den Kanaldeckel öffnen werden mit unserem Kanaldeckel-Öffnungswerkzeug. Bis dahin.